ein außergewöhnlich kreatives Hallo zum nunmehr zweiten Teil unseres Tutorials zum Stellwerk Kirchheim. Ja, ihr hört den Verkehrslärm an diesem besonderen Ort in dieser wunderschönen Wetterstimmung, aber leider verläuft die Bahn eben hier ständig parallel der Straße. Den Lärm kriegst du nie abgestellt, aber lassen wir uns nicht davon abhalten. Viel Spaß mit diesem Video! Für einige Insta-Fotos habe ich jetzt mal provisorisch die ausgeschnittenen Fenster eingesetzt. Sieht doch schon ganz schön aus. Man kann sich's besser vorstellen, wie es mal aussieht. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Bunkeranbau hier. In H0 sind das 0,7 cm, also praktisch 7 mm und 2,8 cm Höhe. Das lässt sich freilich auch anhand dieser Zeichnung einstellen. So, ja. Und dann schneiden wir einfach so ein Abfallstück. Auch die Bunkerbreite lässt sich freilich mit der Zeichnung genau einstellen und dann entsprechend abschneiden. So. So, das ist Abfall und das ist unser Bunker. Siehst du? Und dann brauchen wir nur noch die Höhe. So, nochmal. Ja. Siehst du? So, da ist er. Ich habe mir nochmals Vorbildfotos angeschaut und habe dabei gemerkt, dass das eine ganz feine Mauerstruktur aufweist, also wie aus Sandstein. Das kann ich mir eigentlich gar nicht erklären, dass das Sandstein sein soll. Na gut, machen wir das eben mal. Jetzt gleich mit dem Messer. Sie sind wirklich ganz fein, die Fugen. So, und dann eben solche Blöcke sind das. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht jetzt hier. Ist der. Das wird ja noch behandelt, das bleibt ja nicht so. Mit so einer Messingdrahtbürste bearbeiten wir die Oberfläche ein ganz kleines bisschen, also so ein bisschen aufrauen. Immer wieder erstaunlich, was das ausmacht. Unsere Stützen, die schneiden wir aus einem Abfallstück so einfach zurecht und können dann auch diese runden Kanten massieren. Das ist ein großer Vorteil dieses Materials. Dann brauchst du nichts zu schleifen. Du drückst das einfach zurecht, wie du es haben willst und längst es dann nur noch ab. So sehen die beiden Teile jetzt angeklebt aus. Noch kannst du sie korrigieren. Ich verwende wieder diesen Bastelkleber hier und dann kleben wir es auch schon direkt ans Stellwerk. Ich habe nochmals die Vorbildfotos ganz genau angeguckt. Also so eine minimale Kante darf hier sein. Das entspricht dann ganz genau dem Vorbild. Ja, sieht doch ordentlich aus, unser Bunker, oder? Mit der Schneidemaschine habe ich jetzt 2 mm tiefe Pappstreifen geschnitten. Das ist so, ja, Schuhkarton, er wird 0,8 oder was Stärke haben. Ich habe es jetzt nicht genau gemessen und ihr könnt euch denken, was das wird. Wir setzen hier jetzt unsere Fensterbretter davor. Ja, die werden jetzt angeklebt, aber zuvor gehärtet, weil unser Sekundenkleber darf nicht mit Styrodur in Verbindung kommen. Der würde das Styrodur auflösen. Zum Härten tränken wir die Pappe ganz einfach mit Billig-Sekundenkleber. Flüssigem, nicht mit gelförmigem. Und dann wird die Pappe hart und stabil und vor allem lässt sie sich eben mit dem wasserlöslichen Klebstoff problemlos kleben, ohne aufzuquellen. So, dann werden sie abgelenkt, also mit Ä. Also so ein bisschen links und rechts überstehen sollte es. Wir brauchen einmal das lange Stellwerksfenster und zuvor hatte ich schon viermal das kurze gemacht. Das ist ja hier und dann auf den Stirnseiten. Ja, und dann können wir sie ankleben. Also mit unserem Bastelkleber werden sie jetzt eingestrichen. Schön an der Schmalseite entlang. Ich habe mir das überlegt, ich mache das so und nicht anders, weil man ansonsten natürlich
wieder ein bisschen weniger Platz hätte für das Fenster selbst. Man könnte natürlich auch Bretter direkt einsetzen, aber guck mal, das geht auch so. Der Kleber hat eine gute Anfangshaftung. Vor der Kamera geht alles schlechter, aber das ist normal. Und dann kannst du das da ankleben. Funktioniert doch. Ja. Ich möchte ja, dass das seitlich übersteht, weil sonst hätte man das seitlich ausklinken müssen. Das ist wieder mehr Aufwand. Also machen wir es einfach so. Und jetzt könnt ihr das natürlich hier oben noch ein bisschen verstreichen, damit es dann auch glatt wird. So, wunderbar. Ja, so sieht es nun fertig aus. Also zumindest mal die oberen Stellwerksfenster auf der Vorderseite bzw. auf den Stirnseiten. Ja, dass du natürlich gucken musst, dass es gerade ist, immer und schön in einer Flucht. Das versteht sich ja von selbst eigentlich. Ich habe jetzt eben nochmals ein Vorbildfoto angeschaut. Bei diesen Dreiergruppen hier sind die Fensterbretter durchgehend. Und was mir auch noch auffiel, ist, dass die Zwischenstege ein bisschen weiter hinten liegen. Also minimal. Ja, so. So passt es. Siehst du? Ein bisschen näher. Vorsichtig drücken. So. Ja. So muss das sein und nicht so bündig. Aber das jetzt nur mal eingeworfen. Aber du siehst schon, selbst diese 3D-Wirkung können wir in dieses Material noch im Nachhinein einbringen. Geil, oder? Ja, es macht schon extrem viel aus. Bei diesen kurzen Fenstern auf der Rückseite hier mache ich es jetzt gerade andersherum, dass ich jetzt das Gebäude einleibe und letztlich den Fenstersims hier direkt reinsetze. Und dann natürlich entsprechend verarbeite und ausrichte. Es kommt immer darauf an, dass er in der Flucht mit den Mauerfugen ist. Also im rechten Winkel, nicht bergauf und nicht bergab geht. Wie bekommt ihr eigentlich perfekt gleich lange Fenstersimse? Das ist einfacher, als ihr denkt. Ihr nehmt einfach immer einen Musterfenstersims, dann den Streifen, legt ihn daneben an, könnt dann auch gucken, dass die wirklich hundertprozentig auf einer Länge sind hier. Dann greift ihr um und zwickt ihn ab und schon sind sie wirklich hundertprozentig gleich lang. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache die Eingänge so, wie sie beim Vorbild sind. Das ist jetzt bei dem Plan nicht gezeichnet, ist aber auch ganz einfach und das habe ich jetzt auch nicht abgemessen. Ich gucke gerade mal, ja, das ist jetzt so 1,3 cm. 1,4 cm so circa breit und das lassen wir einfach ein Stück über die Tür hinweg stehen, ja, und kommt dann direkt hier, wo die Ansatzkante des Sockels ist. Da kommt es hin. Wird jetzt hier noch abgelenkt und dann kriegt es auch noch entsprechende Stützen. Ja, sehen wir dann gleich. Ja, jetzt habe ich hier dieses kleine Podest angeklebt mit Treppenstufen. Ich habe nochmals im Video geschaut, wie das war. Und jetzt werden hier Keile drunter geklebt, dann noch, dass das Ganze dann auch Stabilität erhält. Selbstverständlich werden unsere Beton- oder Steinflächen auch wieder mit der Drahtbürste bearbeitet, dass sie die nötige Oberflächenstruktur bekommen. Auf der Spannwerksraumseite sieht es nun so aus, ihr erinnert euch, da war beim Vorbild das Geländer abgeflext seitlich. Ja, und das balkonartige Podest ist hier auch breiter, weil die Tür in der Mitte des Gebäudes ist. Und hier auf dieser Seite, das ist der Eingang ins Treppenhaus, da ist der Balkon schmaler, weil die Tür eben seitlich ist. Aber da sind auch noch zwei Eingangsstufen, weil eben die Tür höher liegt und das ist vorbildgerecht. Ja, ich habe das jetzt doch so gemacht. Ich dachte erst, kaschier's ein bisschen mit dem Hang, mach da eine Stützmauer rein. Aber da sind natürlich tausend Möglichkeiten. Beim Vorbild sieht es jetzt so aus hier, das ist jetzt nicht maßhaltig, das ist jetzt einfach Pi mal Daumen. Aber ich denke, das passt soweit und die stabilisierenden Winkel bzw. Keile hier unten, dann kannst du schon sehen, da wo nicht graviert ist, wird ungefähr der Hang verlaufen. Als nächstes benötigen wir unsere ausgeschnittenen Dachteile. Also die Dachrinne denken wir uns jetzt mal weg. Die Größe unserer Dachgrundfläche, die richtet sich nach der Unterkante des eigentlichen Daches ohne die Dachrinne.
Das macht hier bei der vollen Länge 17,6 cm und auf der Schmalseite 7,6 cm und das schneiden wir jetzt mal aus 0,8 mm starkem Karton zu. Hier ist sie, unsere Pappe, sieht doch schon ganz gut aus. Im Moment wirkt es wie das Stellwerk in Bad Mergentheim. Im weiteren Verlauf müssen wir nun logisch denken. Ja, hier soll ja dann der Aufbau drauf mit dem Dachstuhl selbst und der braucht ja noch Platz zum Beschichten. Also müssen wir hier ein Stückchen wegnehmen, das wir dann später aus Styrodur wieder aufbauen. Hier, so soll das Dach dann aussehen. Das war das erste Probedach. Da habe ich den Denkfehler gemacht. Dann war das ganze Ding zu wuchtig. Man braucht ja noch Platz für die Materialstärken. Also zum einen müssen wir erstmal diese Materialstärke hier abrechnen, kannst du sagen. Dann alles, was wir aufbauen, hat auch noch Materialstärken, also eine weitere Materialstärke für die Dachfläche selbst, für die Unterkonstruktion. Und die Spanten müssen entsprechend niedriger werden. Und diese Unterkonstruktion soll ja dann auch noch beschichtet werden mit der eigentlichen Dachplatte, also praktisch mit der Ziegelstruktur. Ja, das alles müssen wir einrechnen. Lieber jetzt ein bisschen weniger. Da wir die Ziegelstruktur Dachplatte selbst anfertigen, sind wir da auf der sicheren Seite. Wenn wir jetzt ein bisschen weniger nehmen, circa 3 mm würde ich mal auf jeden Fall wegnehmen. Das sollte dann allerdings bei beiden Teilen gleich sein. Also einfach mal rechnen, dass wir noch Materialstärke haben und brauchen. Das gleiche dann auch hier, siehst du. Ich gehe jetzt auf die langen Striche der Zentimeter-Skala, um in die Parallele zu kommen. Ja, und gehe da längs. So. Und ausgeschnitten wird das jetzt, was darüber ist. Also dieses Dreieck, der Kamin interessiert jetzt nicht. Und das schneiden wir jetzt mal aus. Also haben wir hier nun unsere beiden Papierschablonen, die wir dann auf Karton übertragen. Diese Form benötigen wir einmal und diese, ja, dreimal würde ich sagen. Diese Ecken habe ich jetzt fünfmal ausgeschnitten, nicht nur drei. Ich dachte, mach ein paar mehr, ist doch egal. Und die werden jetzt allesamt noch halbiert, also mittig. Da habe ich jetzt die Schablone einfach gefaltet, schön kantenbündig. Und dann können wir das sauber anzeichnen, dass wir die Mitte kriegen und die dann alle der Gestalt halbieren. Nun benötigen wir auf der Dachgrundplatte auch genau die Mitte. Das ist klar. Das kannst du ganz einfach mit dem Geometriedreieck anzeichnen. Und dann mit dem Lineal durchziehen. Das sollte die Mitte sein. Und in die Mitte dieser Mitte kleben wir dann senkrecht stehend das hier. Hier musst du jetzt gucken, ja, dass auf jeder Seite gleich viel Luft bleibt. Das ist wichtig. Und nun wird es mit Sekundenkleber gepunktet. Zunächst mal gut festgehalten, derweil bis der zieht. Das ist unser Billig-Sekundenkleber. Ja, schön im rechten Winkel hier, siehst du. So muss das sein. Und das wird gleich stabiler, weil jetzt fangen wir hier an. An der Ecke jeweils wird dann praktisch dieser Winkel dagegen gesetzt. So. Und von der anderen Seite genauso. Dann verkleben wir es mal. Mit diesem Kleber geht's auch perfekt. Voilà. Nun benötigen wir hier diese stirnseitigen Schnittpunkte. Siehst du? Wir kommen in die Parallele, ganz einfach. Und dann hier haben wir jetzt diese Schnittpunkte, siehst du? Machen wir die andere Seite auch gleich. So. Ja, da ist noch nicht feste. Ja gut, das wird noch. So. Und dann weißt du, hier muss jetzt noch was eingebaut werden. Sicherheitshalber habe ich jetzt hier überall noch ein bisschen gepunktet. Dann hat das auf jeden Fall dauerhaft Stabilität, wenn diese Leimtropfen dann noch festtrocknen. So, weiter geht's mit den Ecken. Dann nehmen wir einfach ein Stück
Pappe und markieren hier Oberkante und Schnittpunkt. So, haben wir die beiden Markierungen. Siehst du das? Ja. Und verbinden die. Dann wird einfach abgeschnitten. Und dann haben wir hier unsere Diagonalversteifung. Genau bis zum Schnittpunkt. Passt. So schaut unser Dach nun fertig aus. Ich habe überall noch einen Tropfen dazwischen gespritzt oben. Dann wird die Sache richtig stabil. Also das Dach ist es freilich noch nicht, aber die Unterkonstruktion, die ist hiermit fertig. Ihr könnt euch freilich vorstellen, wie es weitergeht. Nun brauchen wir dieses Maß hier praktisch ca. 3,6 cm wird dieser Streifen breit und den schneiden wir jetzt mit der Maschine. Wenn wir gut gearbeitet haben, müsste das auch so ähnlich ausgehen. Ja, passt soweit. Ja, jetzt legen wir das hier an, siehst du, hier auf die Schnittkante und oben markieren wir die Spitze hier, ganz klar. Und dann müssen wir hier auch auf die Spitze und dann wird es entsprechend abgeschnitten später. Und auf dieser Seite die gleiche Chance, hier praktisch auf die Spitze gehen und da ist die Schnittkante hier ungefähr, oder? Ne, ein bisschen weiter da, so passt es. So, und jetzt anzeichnen und abschneiden. Jo, die eine Seite passt soweit, wenn es nicht hundertprozentig passt, egal, kein Beinbruch. Dann die andere Seite, die gleiche Chance noch. Dann kleben wir es wieder auf, ja, vor allem hier an den einzelnen Spanten bringen wir Leim auf. Es muss jetzt kein Kunstwerk werden, Hauptsache es klebt. Weil es ist ja immer noch nur die Unterkonstruktion bisher. So, passt ganz gut. Da oben können wir das auch noch ein bisschen ausspritzen dann später. Hier unten wird einfach mal entlang verfugt. Aber das Zeug hier, das klebt wirklich perfekt und hat eben gleich eine Wahnsinns-Anfangshaftung. Also das ist toll. Vor der Kamera natürlich nicht. Ja. Zu guter Letzt der Lückenschluss. Die Winkel der abgeschnittenen Streifen sollten einseitig schon stimmen, siehst du? So, dann, ja gut, hier erübrigt sich das. Es ist so simpel, siehst du? Zack. Und jetzt kannst du es hier einkleben. Guck, wunderschön. Hm? So sieht es nun aus. Ja, jetzt könntest du, wenn du wolltest, auch so eine Kunststoffplatte drauf machen. Müsstest du zurechtschneiden. Aber ich habe keinen Bock auf Kunststoff. Das Material ist einfach viel zu störrisch und viel zu schwierig zu bearbeiten. Ich mag es nicht. Ja, und außerdem die Oberfläche gefällt mir nicht. Wir nehmen das hier nur als Stempel sozusagen, um jetzt selbst uns Dachplatten zu prägen. Nehmen wir jetzt ein bisschen mehr, 4,2 cm. Dieser blaue Hartschaum hier, der eignet sich am besten für derartige Prägungen. Warum, kann ich auch nicht sagen, ist einfach so. Jetzt wird's Zeit zu gucken, wie stark muss das Ganze werden. Also ich würde sagen 3 mm, dann kommen wir auf 0. Ja gut, das wird ja auch noch ein bisschen zusammengedrückt, also das kann man noch massieren und wichtig, nicht absetzen. Wir brauchen eine saubere, glatte Fläche. So sollte die Oberfläche schon aussehen. Das ist jetzt ganz flach angestrahlt. Da siehst du schon etwas die Struktur des Drahtes, aber es ist nicht der Rede wert. Es ist wirklich glatt. Ja, in diesem Fall gehen wir jetzt wirklich direkt von der Ecke aus, also von der äußeren Kante auf die nächste Ecke. Kurz mal anreißen hier ein bisschen, dann hier oben anreißen, so, und hier freilich auch.
gebt ein bisschen Material zu, abschneiden kannst du immer wieder. Also das ist nicht das Problem. Das Ganze wird mit dem Messer geschnitten, schön entlang. Und die Seite dann auch noch, hier haben wir angerissen. Und ab. So. Gucken wir mal. Ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt brauchen wir hier natürlich ein bisschen eine Gärung. Und das ist jetzt der große Vorteil dieses Materials. Pass auf, wenn du eine Gärung brauchst, machst du einfach so. Und jetzt kommt Trick 17. Aber ihr müsst darauf achten, wo ist oben, wo ist unten. Jetzt muss ich es spiegelverkehrt aufbringen, dass das, was oben ist, jetzt praktisch nach unten kommt. Weil... sonst drückt sich es falsch rum ab. Eine Druckerpresse oder irgendwas bräuchtest du jetzt. Das wäre sicherlich das Beste. Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Ich hau einfach mal drauf. Ja, und es sieht fast perfekt aus. Fast. Wir können noch ein bisschen üben, aber ihr seht schon, es funktioniert, wenn man das richtige Werkzeug hätte. Ich probiere es einfach nochmals. Prinzip ist klar. Tja, wie war das mit dem päpstlichen Papst? Also ich bin päpstlicher als dieser Papst. Hier ist so ein bisschen wie doppelt, da bin ich wohl verrutscht, aber es ist ganz schön. Und wenn das patiniert ist, sieht das kein Schwein mehr, würde ich sagen. Also für den Erstversuch würde ich sagen gelungen. Und guck, mit dieser extrem stabilen Papprolle hat es funktioniert. Da kannst du richtig drücken. Gut, dass ich so einen Mist immer aufhebe. So sieht es doch schon ganz gut aus. Alles eingestrichen. Und dann setzen wir es ein. Dann haben wir es jetzt mal hingeklebt hier, ebenfalls mit Bastelkleber. Hier kommen hier noch Firstziegel, also da habe ich jetzt kein Problem damit. Und die Lücke hier stopfen wir dann auch noch. So. Gut. Für unsere Firstziegel brauchen wir jetzt als erstes wieder ein bisschen mehr Platz. Und das geschieht ganz einfach. Wir fahren hier diese Rillen nach. Sehr ordentlich, dass das wieder Rinnen werden. Und warum? Das seht ihr gleich. Die Firstziegel fertigen wir einfach aus einem Zahnstocher, den wir hier dann einkleben. Ganz simpel. Ja, und wie wir die Ringe drauf machen, also praktisch die Absätze der einzelnen Firstziegel, das seht ihr dann auch noch im Anschluss. Jetzt werden wir erstmal die Zahnstocher hier aufbringen. Ja, die Spitzen schneide ich hierzu dann einfach ab. Alle, die die Blockstelle Oberpreuschwitz nachgebaut haben, haben immer am meisten unter der Dachziegeltechnik gelitten. Wirklich gelitten. Ja, die sehen zwar schön aus, diese handgedeckten Biberschwänze, aber das ist schon eine Schweinearbeit, die man sich kaum vorstellen kann. Und da ist diese Technik hier schon eine gewaltige Erleichterung. Allerdings funktioniert es eben nur mit Frankfurter Pfannen. Die Biberschwänze lassen sich nicht dergestalt prägen, dann bräuchte man sie im Negativ. Und das hast du ja nicht, es sei denn, du machst irgendwie eine Form. Wie könnte man das hinkriegen? Und so ist es, wenn aus der Leimflasche der Weichmacher rausgeht. Guck, ja, alles gebrochen. Ich habe es jetzt in ein Glas umgefüllt. Alles, was wir nun brauchen, ist ein bisschen Holzleim und ein Zahnstocher. Warum nicht diesen Kleber hier? Ja, ich habe festgestellt, der härtet nicht wirklich aus. Also der bleibt elastisch. Und jetzt brauchen wir aber eine härtende Schicht, weil der Trick ist ganz einfach. Wir setzen hier einfach Leimhäute außen herum. So immer so ein Rand. Siehst du? Es muss jetzt kein Kunstwerk sein. Die bleiben von der Struktur. Ihr zieht da einfach so einen Ring herum. Ja, der zweite gelingt schon besser. Das ist schlichtweg Übungssache. Ja, und so werden wir unsere Firstziegel ein bisschen ausgestalten. Mehr ist es nicht. Ich zeige euch dann das Ergebnis. Der Vorteil ist, es bleibt soweit volumenstabil. Wir kennen diesen Trick schon von der Feldbahnlok, nämlich
von den Nieten. Ja, ich habe es jetzt noch ein bisschen enger gemacht. Ich habe es mir gerade nochmals angeschaut beim Vorbild, wie das da aussieht. Und es musste doch noch ein bisschen enger sein. So sind die jetzt circa, sage ich mal, 4 mm auseinander. Und das wirkt für H0 sehr glaubhaft, will ich meinen. Ja, auch diese Ansätze, diese Löcher hier, machen wir einfach mit Leim zu, den wir jetzt praktisch als Speis verwenden. Da können wir dann ein bisschen reinschmieren. Ja, ich denke mal, so kann man das jetzt lassen. Und jetzt brauchen wir etwas Geduld, bis es ausgehärtet ist. Die Zwischenzeit habe ich jetzt mal genutzt, um aus so einem Fichtenholz hier einen Kamin zu schnitzen. Ja, und aus Tonkarton fertigen wir einfach so einen Aufsatz noch, der dann mit Sekundenkleber aufgeklebt wird. Ganz simpel, aus gefalztem Tonkarton. Das ist so schwarzer hier, entstehen unsere Dachrinnen und die werden dann einfach so herum angeklebt und an den Ecken auf Gehrung abgeschnitten von unten her. Deswegen mache ich das jetzt einfach vorher, dann haben wir diese unangenehme Tätigkeit hinter uns. Ach ja, zum Kleben der Rinnen nehme ich den Bastelkleber und versteift wird das Material hinterher hiermit. Anhand der Zeichnungen gucken wir nun, wo wir unseren Kamin platzieren. Ja, ich habe den jetzt erstmal hier in das Styrodur gedrückt, macht einen schönen Abdruck und dann wird das Styrodur an dieser Stelle ausgeschnitten. Noch ist das Dach natürlich lose und wir können es mit dem Messer hier ausstechen, dann ganz genau um den Kamin herum. So sieht es ausgestochen nun aus und dann kleben wir ihn mit unserem Bastelkleber hier ein. Nun kommt die Hochzeit an die Reihe. Ha. Und auch hierfür nutzen wir unseren Bastelkleber. Da sparen wir jetzt nicht so wirklich. Jo, und dann setzen wir unser Dach auf, möglichst gerade freilich. Und das wird dann noch ausgerichtet. Ist alles sauber ausgerichtet, kannst du hier auch diese Fugen noch füllen. Tja, ich bin eben ein Fugenfetischist. Meine Güte, wie sich das anhört. Aber es sieht einfach besser aus, als wenn dann hier und da unsaubere Lücken klaffen würden. Ja, ist halt ein weiches Material, so hundertprozentig plan. Kriegst du das nie? Und auch das Dach selbst ist ja auch eine Konstruktion, die eventuell minimal verzogen sein kann. Aber die Fugen, die lassen alles dann wie aus einem Guss ausschauen. Jo Leute, soweit nun mit Teil 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte eure positive Bewertung da. Schreibt einen netten Kommentar. Ja, und ihr wisst schon Bescheid. Wenn ihr wollt und könnt, gebt doch bitte, wie immer, sehr gerne ein Motivationssignal. Damit unterstützt ihr meine kreative und künstlerische Arbeit. Haltet mir so ein bisschen den Rücken frei, dass ich solche Projekte für euch ermöglichen kann, was ich natürlich gerne mache. Und ihr wisst ja schon vom letzten Mal Bescheid, für alle Motivationssignale ab 10 Euro aufwärts, also die etwas größeren, sage ich danke mit der Vorlage für die Stellwerke Kirchheim und Schwäbisch Hall in den Nenngrößen 0, H0, TT und N im PDF-Format. Und hierzu möchte ich euch bitten, in den Überweisungsträger einfach das Stichwort STW Kirchheim und eure E-Mail-Adresse hineinzuschreiben. Ja, und statt dem @-Zeichen einfach Klammer auf, AT, Klammer zu. Ich werde das dann ersetzen, weil das @-Zeichen mag diese Banksoftware nicht wirklich. Also das kann man der Gestalt einfach stilisieren. Das gleiche gilt für einen Unterstrich, Klammer auf, als Wort Unterstrich, Klammer zu. Ja, ihr wisst Bescheid. Und dann werde ich euch die PDF-Datei mit der Vorlage direkt an eure E-Mail-Adresse senden. Ausdrücklich dazu sage ich mal wieder, das mit der Vorlage ist kein Verkauf, sondern lediglich eine Geste des Dankes meinerseits für freiwillige Zuwendung, also für eure Geldgeschenke. Herzlichen Dank an alle, die Motivationssignale geben. Ihr seid super. Für heute ist es das jetzt gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.
Bleibt immer andersartig, kreativ und positiv. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Kunstmichi wie immer von Herzen. Ciao.